Für Heinrich IV. War die Sache allerdings noch lange nicht ausgestanden. Zwar hatten die deutschen Fürsten den Papst als Verbündeten verloren, doch sie sahen im Bußakt von Canossa eine Demütigung des Königtums. Zwar intervenierte die Kurie auf Seiten Heinrichs, doch ein Fürstengericht erklärte den König für abgesetzt. Am 15. März 1077 wurde mit Rudolf von Rheinfelden, dem Herzog von Schwaben, ein neuer König gewählt. Dieser verzichtete sogleich nicht nur auf die Erblichkeit der Königswürde, sondern auch auf die Bestimmung der Bischöfe. Heinrich IV. Gab nicht auf und zog nach Norden. Auf einem Hoftag zu Pfingsten 1077 ließ er die abgefallenen Herzöge absetzen. Umgekehrt erkannte der Papst Rudolf nicht als König an. Nun glaubte er sich wieder in einer guten Position, denn beide Könige warben um seine Unterstützung. Der Papst vermied vorerst eine Parteinahme. Es kam zum Krieg. Heinrich verwüstete Schwaben, die Sachsen belagerten Würzburg. In einem Winterfeldzug 1080 wollte Heinrich die Entscheidung erzwingen und verlor. Er forderte vom Papst, Rudolf von Rheinfelden mit dem Kirchenbann zu belegen. Um Druck aufzubauen, drohte er mit der Erhebung eines Gegenpapstes. Daraufhin exkommunizierte Gregor VII. 1080 Heinrich erneut, sprach ihm die Herrschaftsrechte ab und löste alle Treueeide. Zugleich anerkannte er Rudolf von Rheinfelden. Allerdings wirkte der Bann beim zweiten Mal nicht mehr zu stark. Zu offensichtlich waren die politischen Ziele des Papstes. Ende Juni 1080 trat in Brixen eine Synode zusammen, die Papst Gregor VII. Absetzte. In seiner Stellung als Patricius der Römer erhob Heinrich IV. Einen Gegenpapst, der den Namen Clemens III. Annahm. Die Namensgebung soll auf den Beginn der Reform unter Clemens II. Verweisen. Es gab nun also zwei Päpste und zwei Könige. Ein Rumzug zur Einsetzung und Kaiserkrönung war freilich noch nicht möglich. Heinrich verheerte daher vorerst Thüringen und das östliche Sachsen. Obwohl die Sachsen eine Schlacht am 15. Oktober 1080 gewannen, ging alles zugunsten Heinrichs aus. Rudolf von Rheinfelden wurde im Kampf tödlich verletzt. Er verlor auch noch die Schwurhand.